Waldi, der Tag nach dem 1:1 gegen den VfB Stuttgart, wie blickst du auf die Partie zurück? Ja, ich denke, wir hatten unterschiedliche Halbzeiten. Erste Halbzeit war nicht unsere beste Halbzeit, sage ich mal jetzt so. Und die zweite war eine deutliche Steigerung. Und im Endeffekt sind wir dann mit dem 1:1 auch zufrieden. Ja, war ein sehr, sehr intensives Spiel. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit nicht so ins Spiel gefunden haben, wie wir uns das gewünscht haben. Dann aber in der zweiten Halbzeit haben wir uns reingekämpft, mehr auf den Ausgleich gedrängt und haben uns dann auch am Ende belohnt. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, in der ersten Halbzeit habt ihr nicht so gut reingefunden, dafür in der zweiten umso mehr Druck gemacht und auch den verdienten Ausgleich erzielt. War das eine Folge der taktischen Umstellung in der Halbzeitpause? Ja, ich denke schon. Wir haben in der ersten Halbzeit ganz klar 3-4-3 gespielt. In der zweiten Halbzeit sollte ich dann auf die 6 vorrücken, wenn wir Ballbesitz haben. Ich denke, da hatten wir insgesamt besser Zugriff bekommen und hatten natürlich dann auch ein paar gute Möglichkeiten vorne. Und mit dem Elfmeter haben wir dann das 1:1 gemacht. Dann haben wir ein bisschen weniger wieder gemacht, leider. Aber ich denke, dass am Ende dann das 1:1 in Ordnung geht. Ich denke, unterm Strich können wir auch mit dem Punkt zufrieden sein. In der ersten Halbzeit kamen wir nicht so gut ins Spiel rein, waren immer vielleicht einen Schritt zu spät und haben die meisten Zweikämpfe, glaube ich, verloren. Aber dann haben wir es in der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht. Jetzt geht Samstag zu den Bayern. Auf was für eine Partie bereitet ihr euch unter der Woche vor? Wir bereiten uns genauso wie auf jedes andere Spiel vor. Ich denke, dass wir ein paar Szenen uns von den Bayern angucken und dann bereiten wir uns einfach wie auf jedes Spiel vor und machen genau das, was wir auch sonst immer machen. Ja, wir werden die Woche intensiv trainieren, werden die Bayern auch genau analysieren. Ja, da werden wir auch versuchen, alles zu geben. Die wenigen Schwächen, die Bayern haben, dort auch auszunutzen. Wir wollen da auf jeden Fall was mitnehmen und geben uns da nicht geschlagen.